Ah, Kerrigan, ganz doof, ganz, ganz doof. So, das muss mit der Luft abwehren. Und dann raus mit den Tanks. Kann man den Verklick? Ich muss gleich mal auf Haut drücken und dann mal B. So. Starten wir mal einen kleinen Angriff auf diese Basis hier. Kerrigan kriegt hier tatsächlich kaum Unterstützung, obwohl massenweise Einheiten drumherum stehen. Schaden ist nicht zu verachten. Trotzdem wieder mal gefallen. Ich hoffe bloß, dass hier jetzt keine Lufteinheiten mehr sind. Ah, verdammt. Wo ist die Luftabwehr raus? Und damit kann auch hier wieder mehr Truppen gesendet werden. Wo wollt ihr hin? Greifen jetzt hier an, sie greifen hier an. Na gut, dann. Ja, ihre Essenz wird ein Festmahl für uns sein. Da steht immer noch die Verteidigung mit diesem Porschbaum würden. Hier also kein Problem beim Halten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist das hier eigentlich? Wächter. Okay. Ich wollte das jetzt mal wissen, weil die meisten der Einheiten sind ja einfach nur eine veränderte Aussehensart der Originalen. Ich meine, hier haben wir zum Beispiel einen Zerg. Da, Zergling, ein Ultralisk. Sie sehen ja meistens mal anders aus, sind aber trotzdem die Originaleinheiten. Wächter. Gleich kann's losgehen. Gut, das ist ja wieder was komplett Neues. Zerstören Sie das Palasttor, ist das Hauptziel. Ich bin gerade noch so ein bisschen überlegen, ob ich jetzt gleich das Palast, den Palast angreife. Oder ob ich mich erstmal ein bisschen um was anderes kümmere. Oh, ich habe nichts zur Luftabwehr. Schlecht. Weg. Das hätte jetzt echt schlecht für mich enden können. Setzen wir doch den Griecher lieber hier lang. Dass ich dann hier mich drumherum auch mal reinmorfen kann wieder. Dass ich einen Tunnel graben kann. Denn das Ganze klappt leider nur auf Griecher. Aber ich denke mal, ansonsten wäre das Ganze auch ein bisschen zu stark. Ja gut, an sich. Ich glaube, dass die Mission hier gelaufen ist. Es steht jetzt schon fest. So langsam bekommt man hier auch immer mehr Stärke. Ja, ich passe wieder mal an meine Upgrades. Das da wollte ich eigentlich noch machen. Da fast dahin. Ja, wir sehen hier schon, dass das mit dem Vorkämpfen immer besser klappt. Und damit hier auch eine ganze Menge der Gebäude gleich vernichtet sind. Oh, 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 ich fliege wieder zu nah ran. Raider noch starke Truppen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, sieht schlecht aus, Mengs. So, Viking gegen schwere Kreuzer. Wer hat mehr Chance? Zumindest wird mir hier von den Urzerg auch dabei geholfen, immer mehr die Gebiete freizuschalten, also hier die befestigten Objekte, damit in die nächsten Verstärkungstruppen kommen. Tschüss Viking, das war ein bisschen zu spät hoch. Das
hier eigentlich jetzt Goliaths? Also. Goliaths ist ein Problem. Ja, das könnte hier ein Problem werden. Ach nein, das ist Benji, okay. Solange es jetzt hier keine Vikings gibt, ist alles gut. Nur Vikings könnten jetzt ein echtes Problem werden. Kaum habe ich es ausgesprochen. Haben wir hier auch schon den ersten. Ich ziehe mich erstmal kurz zurück jetzt hier. Das ist mir doch erstmal noch etwas zu gefährlich. Solange Kerrigan noch nicht da ist als Luftverteidigung. Hier ist noch versucht der Push der Terraner. Ah, die Junge Vikings. Vikings, ich mag euch nicht. Gewagt. So, jetzt. Kerrigan ist da. Deine Königin lauscht. Damit können wir jetzt hier auch gut kurz wieder reinschicken. Ich bin jetzt gleich mit der Planetarenfestung an, auch nicht schlecht. Gewagt. Vernichten wir auch dieses Turm. Und drin ist dann noch die letzte Verstärkung, sodass wir das Ganze hier schnell zum Ende bringen können. Kerrigan, die Vikings sind echte Probleme. Du solltest sie mal endlich rausfokussen. Das ist sowas ein bisschen, was mir fehlt. Die meisten Strategiespiele, wer mehr als nur StarCraft spielt, kennt das, gibt verschiedene Prioritäten. Meistens zum Beispiel greife ich zuerst Wirtschaft an, greife zuerst Boden an, greife zuerst Luft an, wenn es sowas gibt, also wenn es verschiedene Luftbodeneinheiten gibt. Das fehlt mir ehrlich gesagt wirklich extrem, weil man hat hier einfach gar keine Auswahlmöglichkeiten. Es wird angegriffen, was angegriffen wird, fertig aus. Wenn man was anderes haben will, dann muss man es halt manuell alles rausfokussen. Ja, das ist für mich jetzt nicht wirklich eine Lösung. Nichtsdestotrotz, StarCraft macht Spaß, muss man sagen. Auch wenn ich plötzlich mal die Lust dran verloren hatte, ist es trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Strategiespiel. Dein Weg ist frei. Ah, Stukov ist hier. Lasst es uns zu Ende bringen. So. Damit haben wir jetzt auch hier die letzten Truppen. Stukov mit seiner Armee. Die Schwarmwürde werde ich jetzt auch mal mit hier an die Front direkt bringen. Braucht eigentlich, glaube ich, keine mehr. Zack. Oh, die war noch gar nicht eingegraben, oder wie? Bitte auch mitkommen. So, mal gucken, was mein Schwarmwürde da ausrichten können. Kerrigan und die Broodlords greifen inzwischen von der Seite aus an. Genau, das sieht so aus, als würden sie nicht mal zu wenig Schaden machen hier. Nach und nach fällt auch hier wieder alles. Bunker. So, die Schrecken gleich wieder hochschicken. Oh, Kerrigan hier wieder als Main Target scheinbar. Böser schwerer Kreuzer. Hier leisten Brutlords wieder einen wunderhübschen Dienst. Und ja. Eigentlich kann Mengs ja jetzt schon aufgeben, aber nein. Es muss ja unbedingt alles wieder bis zum Schluss geführt werden. So, mal schnell ein bisschen mehr Creep rausbringen. Jetzt
wird. Ich sage, es reicht soweit. Ich sitze einfach mal hier. Das Tor raus. Nein, noch nicht. Da kommt noch was. Wir werden Zeuge sein, wie der Wind seine Asche davonträgt. Ja, natürlich werdet ihr davon Zeuge sein. Eure Königin wird angegriffen. Der Schwarm erobert. Ein Blödsinn hier. Als wenn sie irgendwas reißen könnten noch. Oh, zieht das Traktor. Hier wird quasi der erste Teil gegen einen verwendet im zweiten Teil. Allerdings, Schadenoutput ist zu hoch. Da gibt es nicht wirklich Chance, dass sie sich irgendwie halten könnten. Und das war's jetzt hier, glaube ich, schon komplett. Das sind die letzten Einheiten. Luca kommt jetzt auch schon mit rein. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Hier kommt tatsächlich noch eine ganze Menge Terraner. Und jetzt eine Welle der Schwärmlinge recht hier locker aus. Carrion kann nicht mehr behalten und bringt das Ganze zu Ende. So, hat ein bisschen länger wieder gedauert. Konnte mich einfach wieder nicht dazu durchreißen, hier einfach nur schnell durchzupushen. Und habe wieder sehr viele Fehler gemacht. Ich hoffe, die schwere Kampagne hat euch trotzdem soweit gefallen. Auch wenn sie etwas länger wieder gedauert hat. Nächstes Ziel, die brutale Kampagne. Und sobald diese dann abgeschlossen ist, kommen für euch dann die Tutorials zu den schweren Erfolgen, die ich mir dann auch erstmal mit angucken muss, denn hier sieht man sie ja schlauerweise nicht mehr. Sowie dann auch der Walkthrough und das Zeigen, wie mache ich die Portale. Also erstmal schaue ich mir die Portale an für mich selbst, wieder mit euch in Let's Play Form. Und danach schauen wir, wie bringe ich was ganz einfach in der brutalen Kampagne hin. Ich hoffe, dass es euch noch interessiert. Ich hoffe, die schwere Kampagne hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder in der brutalen Kampagne. Bis dahin.